Hey, hey, Hubix hier mit einer weiteren Minecraft-Hardcore-Folge für euch. Ja, wir sind wieder in unserer geilen Minecraft-Welt, Minecraft-Hardcore-Welt, um genau zu sein. Und ja, ich habe jetzt Pokémon mehr oder weniger durch. Es ist nur mehr ein paar Sachen so extern zu tun, die nicht gerade quasi unbedingt vonnöten sind. Aber ich werde den natürlich euch zeigen. Wir sind also durch mehr oder weniger und der Hype ist mehr oder weniger auch reduziert. Ich nehme jetzt hier nach Weihnachten auf, deswegen sind wahrscheinlich die Texturen hier geändert. Von den Kisten. Und wir werden heute wieder ein bisschen Hardcore spielen, ne? Deshalb muss ich erstmal hier schauen auf die Uhr. Okay, 22.32 Uhr haben wir jetzt. Am 26.12. Wisst ihr jetzt auch genau, wann ich aufgenommen habe. Und wir suchen mal unser Zeug wieder hier. Ich habe gerade Counter-Strike gespielt, deswegen drücke ich jetzt gerade Sneaken die ganze Zeit. Was natürlich super ist, dass es auf den beiden, auf den gleichen Tasten liegt. Ich spiele sehr oft Counter-Strike jetzt in der Freizeit, dass ich das Aufnehmen in den letzten Tagen wirklich fast vergessen habe. Also komplett eigentlich. Und wir brauchen eben das Weizen für unsere netten Kühe hier. Was gut, dass ich eine To-Do-Liste habe. Was brauche ich? Leder, Papier, fürs Enchanting. Dann Diamantrüstung, alles verzaubern und Tränke. Okay, wie viele Diamanten haben wir? Wir haben zwei, aber wir haben schon die komplette Rüstung. Okay, gut. Und hier muss ich erstmal rein irgendwie. Das wird, glaube ich, ein Problem. Okay, es geht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sind fünf hier drinnen, ne? Okay. Und dann bis zum nächsten Besuch, ihr lieben Kühe. Wir haben dann noch Nitterwarzen. Das heißt, ich brauche eine neue. Habe ich nur drei insgesamt mitgenommen? Nee, habe ich doch eben mehr. Okay, wir brauchen also auch einen Raum für Nitterwarzen. Den werde ich jetzt hier reinpacken. Wenn hier jetzt nichts Großartiges passiert, wie zum Beispiel der Durchbruch. Oh doch, verdammt. Na egal. Dann plante ich die halt normal anders ein bisschen. Und werde die gleich mal hier planten. Es muss ja nicht groß sein erstmal. Oh, hier geht's raus direkt. Das ist nicht wie geplant. Das, was es sollte. Das heißt, ich werde hier das verkleiden wieder rum. Es muss ja nicht schön sein, es muss nur zweckmäßig sein. Okay. Komm schon. Und Zweckmäßigkeit ist jeden Moment erfüllt. Na komm. Na gut, so geht's auch. Okidoki. So, jetzt haben wir es doch. Werden hier erstmal dann das Ganze planten. Okay. Ich glaube, das ist jetzt mal das, was ich wollte. Eben. Werde ich das jetzt auch nochmal austauschen, wenn wir schon dabei sind. Wenn man schon dabei ist, dann sollte man auch gleich alles machen. So. Und nochmal hier rein in diese Richtung. Und dann können wir gleich alles Nether-mäßige hier anpflanzen. Okay. Gut. So. Erstmal hier alles beleuchten. Gut. Gut, gut, gut. Und hier noch. Sehr schön, kann ich gleich mal direkt die Nether Warzen anpflanzen. Auch wenn es jetzt nicht viel Platz ist direkt, aber ich könnte doch noch, wenn ich hier gewieft agiere, das hier so machen. So, dann noch eine Türe. Und dann haben wir wieder mal ein bisschen mehr Platz hier oben. Was wiederum gut ist. Ah ja, wir bekommen da drei Türen raus. Das vergesse ich jetzt immer. Was ein bisschen viel scheint, aber okay. Gut, dann haben wir hier das auch erledigt. Ich wette, ich habe noch Türen und ich habe es übersehen. Natürlich. Seelensand hier rein. Das hier rein wieder.
Den Braustand. Den Braustand. Ich habe letztes Mal genügend... Oder warte. Moment mal. Habe ich den letztes Mal gemacht? Mal gucken. Ne, hier ist nur der Affenboss. Ne, Braustand könnte ich aber machen. Direkt hier. Ich brauche nur eine Lohnroute. Das vergesse ich immer. Okay, wir haben jetzt einen Braustand Nummer 2. Verdammt, 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 verdammt. Das war doof. Das war richtig doof. Naja. Das passiert, wenn man lange nicht mehr spielt. Okay, habe ich schon eigentlich da den Netherwarzen reingemacht? Anscheinend ja. Oh, ich wollte ja gucken, wie das nochmal ging mit dem... mit den Unsichtbarkeitstränken. Braucht man ja ein fermentiertes Spinnenauge, soviel ich weiß. Und Zucker noch. Warte mal, haben wir da Zucker drinnen? Erstmal Zucker holen. So. Fermentiertes Spinnenauge. Wie war das nochmal? So irgendwie? Also da braucht man nur den Pilz dafür, okay. Okay. Gut, ein fermentiertes Spinnenauge. Kommt das direkt hier rein oder kommt vorher noch was? Ich bin mir nicht sicher, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Weil wir haben es ja. Zumindest ein bisschen was. Diamantrüstung, Bücher. Ich habe hier nur so Zeugs zu erledigen, dass hier eher nicht so spannend ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das gehört auch mal zum Hardcore dazu, dass man hier einfach sich zurücklehnt, relaxt und einfach mal macht. Ich meine, man lebt ja trotzdem in Angst der generellen Tötung die ganze Zeit, also von dem her ist es ja nicht so schlimm. Okay. Aber eine schöne Welt haben wir trotzdem. Muss man ja zugeben. Wie schaut's aus? Trank der Schwäche. Dann werden wir mal trotzdem die mal machen hier. Und zwar dann Splash Potions, dass wir die Gegner zumindest schwächen können. Das war jetzt nicht so klug. Hm. Mittlerweile weiß ich es zwar sicher schon, oder auch nicht, schreibt es mal in die Kommentare, was ich nochmal für einen Trank brauche. Für den Unsichtbarkeitstrank, für den Heilungstrank und so weiter. Und jetzt noch der Splash Potion. Geht das noch? Das ist ja die Frage immer. Ich bin neugierig, was jetzt rauskommt. Ich weiß jetzt nämlich nicht. Aber okay. Okay, 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 okay. Ich weiß, ich renne hier heute nur durch, aber das ist wieder so eine Folge. Trank der Schwäche, 1-3. Also habe ich das wieder zurückgebracht, auf das Niveau, das es vorher war. Also, ja, verdammt. Das war doof. Okay, es gibt nur Schwäche 1, anscheinend. Dann will ich den lieber länger haben. Na gut, man lernt aus seinen Fehlern, ne? Man lernt ja aus seinen Fehlern. So, wie würde ich mich mal interessieren, eigentlich nachträglich fröhliche Weihnachten, nachträglich, weil ich bin seit dem 20. Dezember nicht mehr zum Aufnehmen gekommen, weil ich so viel Pokémon im Voraus aufgenommen habe. Und deswegen wollte ich mal wissen, so, was habt ihr denn so Schönes zu Weihnachten bekommen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und hier haben wir ja unser Pferd auch versteckt. Meine Güte, das habe ich schon alles vergessen wieder. Das ist ja alles schon vergessen. Wenn wir schon so weit sind, dann können wir doch mal auch so ein bisschen die Gegend erkunden, oder? Klar. Machen wir einfach mal. Ich bin neugierig. Achso, das war nur der. Ich werde immer verwirrt von den neuen Steinen. So ein bisschen. Hier geht's. Also hier ist riesige Berglandschaften.
Boah, das schaut episch aus. Krass. Also ich bin immer nur wieder verblüfft, was eigentlich der Generator kann. Das ist richtig episch teilweise. Und jetzt wird's finster. Das ist natürlich nicht so cool, wenn wir dann einen Sonnenuntergang reiten. Wir sind erstmal fett zurück. Okay. Gut, dann erstmal ins Bettchen hüpfen. Denn sonst kommen wir die Monsterchen hier unten und dann ist es der Morgen nicht so angenehm. Okay. Dann gucken wir mal, was das hier so alles gebracht hat. Und jetzt Trank der Schwäche 4, naja. 4 Minuten ist okay, das reicht für einen Boss zu killen, ne? Klar. Hoffe ich mal. Tja, ich brauche halt Enderperlen als nächstes, ne? Das heißt, ich müsste mal über Nacht wach bleiben. Und ich habe Tränke. Gut. Was haben wir hier schon für Achievements erlangt? Das ist auch eine gute Frage, die ich gleich herausfinden werde. Wo kann man das schon? Hier Erfolge. Ich muss Brot erstellen. Attackiere Monster und vernichte Monster. Geschafft. Also das brauche ich. Scharfschütze, töte ein Skelett von mehr als 50 Metern. Ja, es wird ja schwierig, wenn ein Schwein von der Fliege. Also, wenn Schweine fliegen lernen. Stell einen Notch-Apfel her, also einen goldenen Apfel mit 9 Goldblöcken. Das wäre auch schwer. Backe ein Brot aus Weizen, das werde ich wohl machen. Dann werde ich noch zukünftig Zuckermilch und herstellen, was Diamanten wirft Diamanten zu einem anderen Spieler. Wird ziemlich schwer werden auf dieser Welt. Soll ich denn hier noch? Das Ende, finde das Ende. Amtsarzt wird benötigt das Ende. Wahrscheinlich Ende abschließen. Dann das Ei natürlich. Dann habe ich hier im Beacon Block. Und dann ganz zum Schluss irgendwas. Keine Ahnung. Denn das ist hier, glaube ich, wieder Skelett. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das brauchen wir noch alles. Auch hier. Das wird sich nicht spielen. Das werden wir auch noch schaffen hier. Büchermaterial und ein Schwert zu verzaubern. Also wir brauchen nur Bücherregale. Auch sehr viel, das ist das Problem. In dem Fall brauche ich auch sehr viel Zuckerrohr. Das dann auch bald mal wachsen soll. Und ich werde hier mal wieder eine Kuh killen. Gut. Hat was gebracht, zumindest ein Leder. Ich muss mal gucken, wo habe ich das Leder gelagert? Habe ich überhaupt Leder? Anscheinend nicht. Das heißt, ich bin noch doch weiter hinten als gedacht. Ich werde es mal hier zu den wertvollen Sachen reinlegen, das Leder. Und hier ist noch Eisen drinnen. Hier ist noch Glas drinnen. Hier ist nichts drinnen. Na komm, brenne ich das mal so. Und das Glas packe ich hier rein. Hier ist eher eine administrativere Folge hier gerade, weil nächstes Mal könnte ich dann wieder von Abenteuer gehen, wenn das hier ganze Backen tut. Sag ich jetzt mal 1, 2, 3. Packe ich hier mal wieder rein und werde wieder ein bisschen backen hier, sag ich jetzt mal. Ich brauche, warte mal, ich muss einen Schnelligkeitstrank mit Zucker machen. Das heißt dann Schnelligkeitstrank und dann wird man zu unsichtbar. Ich weiß gerade nicht. Oder brauche ich dafür goldene Karotten? Stimmt, Karotten und Kartoffeln. Das heißt Zombies. Das heißt, ich muss auf die Nacht warten. Das war ja gerade eben ziemlich doof, dass ich hier auf den Tag gestellt habe. Wenn ich es ganz ehrlich so sehe. Wir wachsen hier schon mal die ersten Ergebnisse der Warzenernte. So lang stehe ich hier schon rum. Sehr herzallerliebst. Okay. Ich habe schon wieder 5 neue. Das läuft doch. Und na, wollt ihr wieder ein bisschen Spaß da drinnen haben?
Anscheinend ja. Die haben Mu gemacht. Dann machen die nochmal Mu hier. Und dann ist gut, ne? Und du musst dann glauben. So. Gut. Dann haben wir hier das... Ne, Leder. Hier ist nichts. Da war das doch, ne? Hier war Leder. Okay, wir brauchen ein Buch pro Leder, wollte ich schon sagen. Ein Leder pro Buch. Und naja, das wird ein bisschen schwieriger als gedacht anscheinend. Deshalb habe ich hier eigentlich Zuckerrohr irgendwo drinnen schon oder ist das alles draußen angepflanzt? Es scheint alles draußen angepflanzt zu sein. Ha. Ich wollte zumindest schon mal ein Bücherregal machen, aber das wird sich auch nicht spielen, solange ich nicht ein drittes Leder habe noch. Was auch wiederum nicht so cool ist. Verdammt. Verdammt seid ihr alle miteinander. Und ich brauche Papier und Zuckerrohr, Papier. Leder, ich mache zumindest mal ein Buch. Ah, ich habe noch zwei Bücher. Oh. Das ist schon wieder was ganz anderes dann. Welche noch das erste Bücherregal basteln. So, Papier, Leder, Buch. Buch. Eichenholz. Bam. So, jetzt müsste es aber klappen. Und bam. Ein Bücherregal. Das erste Bücherregal haben wir hier jetzt erwirtschaftet, sage ich jetzt mal dazu, weil es prinzipiell ja so ist, auch im Falle diesen Falles. Okay, dann mache ich das Loch mal so zu. Gut, welches Level kommen wir denn jetzt? Auf Level 7 mit Effizienz 1 nur maximal, okay. Effizienz 1, Effizienz 2, sowas, okay. Cool. Dann kommen wir schon mindestens mal bis Level 7. Und unser erstes Bücherregal steht. Langsam, aber sicher können wir verzaubern. Und ich möchte kein Risiko eingehen. Hier mit dem weiteren Erkunden. Denn ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich muss nur die Farm in Gange bekommen, ordentlich. Und natürlich, wenn es Nacht wird, als nächstes Zombies farmen, Karotten und Kartoffeln bekommen. Besonders Karotten, weil die brauche ich auch zum Verzaubern. Und ja, das ist halt das Problem an der ganzen Sache. So. Gut. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Das finde ich schon mal gut. Und ich wiederhole mich viel zu oft hier. Aber könnt ihr nochmal? Ihr könnt nochmal. Sehr schön. Finde ich gut. So, gibt mir die Erfahrung. Dann lege ich das wieder zurück rein. Die Frage ist auch, ich muss mir noch ein Brot für ein Achievement backen. Das mache ich auch schnell, ehrlich gesagt. So, brauche ich nämlich auch. Was werde ich dann verwenden? Ich habe nämlich auch vor, quasi die ganzen Achievements zu erreichen. Inwiefern das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich wollte gerade fragen, wo die Musik herkommt. Dabei habe ich eine Playlist im Hintergrund laufen. Die ganze Zeit nämlich nicht mitbekommen habe. Und ich könnte mal kurz in diese Höhle noch gucken. Ob hier irgendwas herumfleucht. Und kreucht. Und keucht. Mal gucken. Ah, hallo Spinnen, wie geht's euch denn? Na, alles frisch. Alles frisch, soweit. Ich bräuchte hier einen Zombie am besten. Naja. Aber Wolle und... Besser gesagt Seide und... Na, Spinnenaugen bekomme ich hier zumindest super. Ein Zombie-Spawner wäre echt Knorke. Aber das spielt sich nicht. Warum ich Knorke sage, ich weiß es nicht. Es sei nur eins, Disneys große Pause.
beste Zeichentricksendung ever. Meiner Jugend. Ne, meiner Kindheit so. Meine Jugend, ja, bin ich bei meiner Jugend. Egal, meine Kindheit, sagen wir das mal so. Und dann gehen wir mal wieder ganz locker flockig hier raus, hier rüber. Schauen uns unseren großen Berg an und es wird einfach nicht Nacht. Es wird bald Nacht, aber das dauert mir noch zu lange. Naja, dann werden wir wohl schätzungsweise auf Zombiejagd das nächste Mal gehen, denn ich wollte die Serie quasi wieder einführen heute. Ist mir, glaube ich, naja, nicht sehr spannend gelungen. Aber gelungen, ohne zu sterben. Und werde dann hier die Folge abschließen. Pferd, schau mich nicht so an. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Gut. Dann stelle ich mich mal hier hin. Sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.